Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich begrüße euch jetzt mal hier im Pausenmenü, da wir zum Ende der letzten Folge ein Rennen vermasselt haben. Und das Rennen hat jetzt sofort wieder gestartet und das ging halt auf Zeit. Wir haben 2 Minuten Zeit, die Checkpoints zu erreichen. So, wir setzen das Ganze dann jetzt gleich mal fort. Ich hoffe mal, ich habe jetzt mehr Orientierung. Ich wage es zu bezweifeln. Ich starte das Ganze einfach mal und dann rennen wir los. So, der Anfang ist ja noch relativ einfach. Aber ich habe die Orientierung irgendwie auf den Dächern verloren. So, gucken wir mal. Hier kann er jetzt auch nicht schneller laufen. So, hoch mit dir, Ezio. Dann da oben hin. Oh, jetzt fängt er hier wieder. Du bist so bescheuert. Ja, komm, vergiss es, Ezio. Er macht einfach nicht, was ich will. Das können wir eigentlich schon wieder vergessen hier. Können wir das Ganze eigentlich abbrechen im Pausenmenü und die Erinnerung von vorne starten? Erinnerung abbrechen. Wirklich abbrechen, ja, bitte. Ich möchte eure Zeit auch nicht verplempern. Wir starten das jetzt nochmal von vorne. Der Nächste! Tretet näher! Erzielt die beste Zeit! Könnt ihr euren Nachbarn schlagen? Wer wird denn... So. Willkommen! Jetzt müssen wir zwar nochmal mit ihm hier labern. Seid ihr bereit, euch in einem Spiel der Ausdauer und Geschwindigkeit zu versuchen? Viele Herausforderungen sind auf dem Weg. Das Spiel ist einfach, aber es zu beenden fast unmöglich. Beginnt, wenn ihr soweit seid. Der erste Mitbewerber, der den Streckenrekord bricht, ist der goldenen Maske einen Schritt näher. Naja, dann mach mal. Sobald es auf die Dächer drauf geht, weiß ich nicht wirklich, was ich machen soll. Na gut, die ersten 2, 3 Checkpoints, die klappen noch einigermaßen. Wieso ist ja die Kamera jetzt auch noch so scheiße eingestellt? Das kostet auch nochmal 1, 2 Sekunden. So, hier hoch, hier rechts die Ecke rum. Und dann zwischen den Feuerspuckern hoch. Und dann bitte nicht wieder runterknallen. Hepp, da oben hin. So, jetzt drehe ich mal wieder die Kamera, damit das hier auch klappt. Anständig. So, da müssen wir da drüben hin. Dann springen wir jetzt mal hier rüber. Das haben wir beim letzten Mal auf jeden Fall schon mal vermasselt. So. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hoch müssen oder müssen wir doch hier rum. Ah, fuck. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Lass dich fallen, du blöd Mann. Gehen wir halt hier wieder hoch. Im Scheißweg sind wir eben auch schon gegangen. So. Da hinten müssen wir lang. Gehen wir mal hier hoch. Nein, lass dich mal hier fallen. So, geh mal wieder hoch. Was ist denn das für ein Parcours? Naja, ich denke mir, wir sind bestimmt nicht den geschicktesten Weg gegangen. Da oben hin, okay. Dann gehen wir hier wieder über diese Seile drüber. Hier hoch. Da hinten hin. Komm, lauf, Ezio. Ist einfach nur rennen. So, wohin, wohin? Da unten hin. Hier können wir bestimmt runterspringen. Ins Wasser. Komm raus, raus, raus aus dem Wasser. Komm raus aus dem Wasser. No. Ich dachte echt schon, das wäre das letzte gewesen. Der letzte Checkpoint. Boah, wie krass sind denn diese Rennen? Gibt's doch gar nicht. Okay, auf geht's. Kann man denn dieses auf dem Dach geschickter regeln? Ich weiß es nicht. Wie kommt man denn da hin, verdammte Hacke? Uns fehlen bestimmt irgendwie so noch 5, 6 Sekunden oder so. Aber wirklich schlecht waren wir ja jetzt nicht. So, kann man... Oh, fuck. Komm, Ezio, lass es bleiben. Erinnerung abbrechen.
So. Wenn ich da schon runterfalle, schaffe ich den Mist doch eh nicht. Der Nächste! Tretet näher! Erzielt die beste Zeit! Könnt ihr euren Nachbarn schlagen? Oh, jetzt bloß nicht nur Stress anfangen hier. Willkommen! Benvenuti! Seid ihr bereit, euch in einem Spiel der Ausdauer und Geschwindigkeit zu versuchen? Ja, unbedingt. Viele Herausforderungen sind auf dem Weg. Das Spiel ist einfach, aber es zu beenden fast unmöglich. Beginnt, wenn ihr soweit seid. Der erste Mitbewerber, der den Streckenrekord bricht, ist der goldenen Maske einen Schritt näher. Jo, auf geht's. Wir versuchen das Ganze noch einmal. Ja, toll, erstmal die Kamera drehen. Das ist wahrscheinlich wieder die 2 Sekunden, die uns hier gefehlt haben. Und dieses Zickzacklaufen, weil Ezio wahrscheinlich vorher noch eine Runde gesoffen hat. Oh Mann, ich hasse sowas. So, hoch mit dir. Hep. Hep. So, Kamera drehen. Hep, hep. So, hier rüber. Oh Mann. Jetzt lass dich nicht schon hier so hängen. Zack, zack, komm, lass dich hier drauf fallen. No. Ich will den Scheiß nicht machen. Ja, ja, eine Minute noch, hab ich gehört. Komm, lass dich fallen hier. Machst du denn da? Mann! Hier rum. Direkt wieder auffangen und wieder hoch. So, jetzt... Oh Gott, Ezio. So, hier hoch. Dann hier hoch. Schaffen wir wieder nicht. Im Leben nicht. So, wo war der Punkt denn jetzt da? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Toll, 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 Marschwien. Ja, ja. So, jetzt taucht er wieder stundenlang nicht auf. 1. Ja. Weil er da wieder so scheiße gehakelt hat. Mann, Mann, Mann. Na gut. Müssen wir es nochmal versuchen? Boah, du Arsch, hau ab. Jetzt werde ich sauer. Und ich verkrampfe schon total. Das hat überhaupt keinen Sinn hier. Er rennt nicht schneller, nur weil ich fester die Knöpfchen gedrückt halte. So, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Bist denn du für ein Assassine? Was macht er denn hier? Hep. Hep. Oh Mann. Er macht es einfach nicht, wie ich das will. So, komm, geh hoch. Ja, überleg's dir einfach noch 10 Mal. Machst du fein. Na, ja, schaffen wir schon nicht mehr. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Wir versuchen es aber trotzdem. Ja, genau. Jetzt haben wir auch noch uns ganz fallen lassen. Das wird ja eine super spannende Folge für euch. Kommt man denn da unten weit? Ach, tatsächlich, man kommt da unten weiter. Ich mag jetzt einfach mal den Weg gehen. Wir schaffen es eh zeitlich nicht mehr. Ich könnte hier auf die Stange runter. So, geh doch nochmal hoch. Ich möchte das wenigstens einmal richtig gesehen haben. Komm, bevor es desynchronisiert. Zieh dich doch mal hier hoch, bitteschön.
dumm, diedel dumm, diedel dumm. Ja, hier könntest du schwingen, genau, dann geht's da hinten weiter. Hier kämen wir auch um das Gebäude rum. Dann werde ich das jetzt beim nächsten Mal versuchen. Ja, genau, häng noch eine Runde ab hier. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das der schnellste Weg sein soll, den ich da gegangen bin. Erst hoch aufs Dach und dann wieder runter. Bombarde, schleich dich. So, wir rennen einfach nochmal. So, Feuerspucker, ja, spuck mir doch mal ins Gesicht. Hep, hier hoch, zack, zack. Und darüber, so, jetzt da lang und da lang. Jetzt drehen wir die Kamera aber. Damit er bloß nicht nochmal so scheiße springt. Hier hoch, genau. Hep. Hier, an diesem Blumentopf, oder? Da springt er doch rum. Jawohl, so ist der Weg. Hep, und jetzt hier hoch. Hoch. Er geht nicht hoch. So. Oh, jetzt fall bloß nicht runter. Ja, 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 ja. Aber wir haben schon ein ganzes Stück geschafft. Wir sind auf jeden Fall schneller als eben. So, da hinten einfach geradeaus. So, und dann springen wir hier runter. So, schön mit Körper. Und jetzt tauch hier bitte schön auf. So, rennen, rennen, rennen. Hoffentlich bleiben wir jetzt auf dem Boden, dann könnten wir es schaffen. Ja, nur noch zwei, nur noch zwei. Darüber. Jawohl. Man muss nur diesen blöden, richtigen Weg finden. Dann geht das auch. Zum Glück haben wir das in dieser Folge noch geschafft. Der Sieger! Ihr seid der schnellste und stärkste Mann Venedigs. Nun seid ihr dem großen Preis viel näher. Das ist schön, aber bitte nicht nochmal ein Rennen. So, gucken wir doch mal, wo wir als nächstes hin können. Das wäre hier die nächste Erinnerung. Und da haben wir auch noch einen Aussichtspunkt, den wir nicht erklommen haben. Na, dann machen wir den doch noch in dieser Folge. So, und weg sind sie. Ja, synchronisiert. Hier kommen wir doch durch. Mann, 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 diese blöden Rennen. Ich hoffe, da kommen nicht nur allzu viele. Die mag ich nämlich gar nicht. Und je öfter ich es nicht schaffe, umso wütender werde ich innerlich. Und umso schlechter klappt das Ganze auch. Ich töte alle, die... Bitte? Verstehe dich nicht. So, gucken wir mal weiter. Hier über diese Seile gehen wir wieder. Außerdem haben wir Karneval. So, ich darf hier oben sein. Da hinten ist auch wieder eine. Hallo, Wache. Ich komme mal kurz zu dich. Au. Hat er mich doch glatt gehauen? Unten ist schon die Erinnerung, aber ich mag mir erst den Turm holen und die Erinnerung starten wir dann vermutlich in der nächsten Folge. So, wo ist denn der Turm? Ist das das da hinten? Wo kreist denn der Adler? Hm? So. Nee, ich möchte nicht runtergucken. Ich möchte über diesen Balken hier gehen. Ist das möglich? Ja. Ach, das ist ja mal ein ungewöhnlicher Aussichtspunkt. Deswegen habe ich ihn gar nicht als solchen erstmal erkannt. Okay, dann synchronisieren wir hier. So, Karte ist wieder aktualisiert. Dann gucken wir doch mal da drauf. Wir haben nicht mehr viel, was wir hier in der Gegend machen können. Wir gehen einfach schon mal zu diesem... Erinnerungsanfang hier. Aber starten möchte ich ihn nicht mehr in dieser Folge. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Zack,
runter mit dir. Was machst du denn? Kann ich den schubsen? kann ich. So. Wo ist die Erinnerung? Karneval darf man so Blödsinn machen. So, da ist die Erinnerung. Dann stellen wir uns doch schon mal dahin. Hast du was zu erzählen? Tretet näher. Aha. Kommt her. Nun geht es um Können und Beweglichkeit. Wer kann die Fahne erobern? Wer gewinnt den Preis? Tja, kann Ezio vielleicht die Fahne erobern? Man weiß es nicht, auch wenn die Folge jetzt ein klein bisschen kürzer geworden ist. Wir starten diese Erinnerung aber erst in der nächsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.